Ganz entscheidend und hervorzustreichen ist, dass das großartige Projekthaus der Geschichte punktgenau im Bereich der Kosten und des Zeitplanes abgewickelt werden konnte. Kompliment allen Verantwortungsträgern, die hier mitgemacht haben. Das Haus der Geschichte erfüllt meines Erachtens drei große Funktionen. Zum Ersten ist dieses Haus der Geschichte Ausstellungs- und Vermittlungsort. Zum Zweiten ein Ort der Forschung und also auch der Entwicklung, wo es vor allem wichtig ist, Antworten auf historische Fragen zu geben. Und zum Dritten ist es natürlich auch wichtig, dass wir damit auch unserem demokratiepolitischen und bildungspolitischen Auftrag nachkommen. Und dieser demokratiepolitische Auftrag ist für uns eine ganz große Verpflichtung, auch seitens der Politik, dieses geschichtliche Wissen auf der Höhe der Zeit, mit den Methoden auf der Höhe der Zeit auch weiterzugeben. Aber das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich ist mehr als nur eine Ausstellung. Wir verstehen uns als Einrichtung der Forschung, der Vermittlung und von Service. Es ist für uns wichtig, im Haus der Geschichte Geschichten zu erzählen, sodass auch die Familien und die vielen jungen Gäste, die wir bei uns im Haus ja traditionsgemäß schon immer begrüßen konnten, auch das Haus der Geschichte für sich als wichtigen Erlebnisraum entdecken. Eine Dauerausstellung, die nach jetzt offen ist. Das ist mir ganz wichtig. Es ist keine eingezementierte Sicht der Geschichte. Geschichte wird immer neu geschrieben. Jede Generation schreibt sich die Geschichte neu. Jede Generation hat andere Blickwinkel. Das müssen wir alles bedenken. Daher ist das nichts Fertiges. Aber es ist eine Dauerausstellung mit allen Adaptionsmöglichkeiten und dazu Wechselausstellungen. Und wir haben ganz bewusst in diesem Jahr aus Anlass 100 Jahre Republik Österreich diese erste Wechselausstellung unter das Thema die umstrittene Republik, die umkämpfte Republik gestellt. Und wir werden diese Ausstellung auf 800 Quadratmetern zugleich eröffnen. Zusätzlich kommt noch ein Begleitsammelband, den die Historiker, die österreichischen Historiker mit vielen Beiträgen gestaltet haben. Und wenn ich mir heute etwas wünschen darf, einige wenige Tage vor der Eröffnung dieses ersten Hauses der Geschichte, dann wünsche ich mir, dass es gelingt, viele Besucherinnen und Besucher hierher nach St. Pölten zu bringen, ins Haus der Geschichte, um diese Erinnerungskultur auch wachzuhalten, um diese geschichtlichen Hintergründe auch weiterzugeben, im Bewusstsein, dass all diese Werte, auf die wir heute bauen können, auf die wir stolz sind und genießen können, nämlich Friede, Freiheit und Demokratie, dass all das keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir alle gemeinsam daran hart arbeiten müssen, um all diese Werte auch erhalten zu können in Zukunft.